Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Wenn ihr gerade ein Déjà-vu habt, ich kann euch versprechen, das ist wirklich neu. Heute gibt es die Döner-Pizza-Kebab-Style von Sundhat mit Rind. Ich habe sie ja schon mal mit Chicken vorgestellt. Heute gibt es die Döner-Pizza mit Rind und die bekommt ihr im Aldi Nord. Ich hoffe auch bald im Aldi Süd. Ich fand die mit Chicken nämlich ganz lecker und sicherlich auch in einigen türkischen Supermärkten. 2,99 Euro kostet das gute Stück und ihr könnt ja sehen, hier ist Kebab drauf, Tomaten sind hier drauf. Einige waren bei der letzten Pizza so ein bisschen getriggert. Mein Lieblingswort ist getriggert, ne? Oder verwirrt durch die Gurken. Aber ich kann euch sagen, das schmeckt wirklich super lecker mit den Gurken. Ich finde, ich brauche Gurken auf meinem Döner. Ich bin nicht so ein Typ Zwiebel, aber ich bin Typ Gurke. Und ich packe jetzt mal die Pizza aus und dann schauen wir uns mal die Großaufnahme und noch tiefgefroren an. Und jetzt schauen wir uns mal die Pizza in Großaufnahme an. So sieht sie tiefgefroren aus und ich bin überrascht, dieses Mal haben es wirklich viele rote Zwiebeln auf die Pizza geschafft. Ihr wisst ja, ich bin nicht der größte Zwiebelfan, aber es scheint mir hier, dass die Zwiebeln sich so ein bisschen mit den Gurken betteln und die Gurken auch überrundet haben. Tomaten sind natürlich auch drauf. Dann haben wir den leckeren Hirtenkäse, eine Soße und ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ja, ab in den Ofen mit dir. Zur Feier des Tages auch mal mit Backpapier. Manchmal mache ich es auch nur auf dem Rost, eigentlich zu 99%. Heute mit Backpapier. Und ich kann euch sagen, hier riecht es in der Küche. Das riecht immer so lecker. Auch schon bei der Chicken Kebab Pizza. Hier riecht es echt wie einer richtig guten Dönerbude. Und die Pizza war jetzt insgesamt 12 Minuten bei 225 Grad Ober- und Unterhitze im Backofen. Riecht wirklich sehr, sehr lecker und wird gleich direkt mal probiert. Ihr könnt auch sehen, die qualmt auch noch richtig. Yummy! Und jetzt wird probiert. Für euch sogar direkt mit Zwiebeln, so wie sie gedacht ist. Wir beißen uns auch gleich durch zum Wichtigsten, nämlich zum Kebab. Es ist echt lecker, allerdings fand ich Chicken noch ein bisschen besser. Ich hatte das Gefühl, dass bei dem Kebab, bei der Kebab-Pizza Chicken Style ein bisschen mehr Chicken drauf ist und man muss natürlich auch Team Kebab Rind sein. Rind hat ja einen sehr eigenen Geschmack. Ich finde, der ist ganz gut gelungen. Ich würde trotzdem aus persönlicher Vorliebe nochmal zu Team Chicken greifen. Auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich dieser Pizza 8 gute Punkte, weil mich die Würze total überzeugt und der Geschmack insgesamt. Den finde ich richtig gut gelungen. So einen Geschmack habe ich bisher bei keiner anderen Dönerpizza gehabt und das finde ich echt von Sundhat hier, Daumen nach oben, kann man sich gönnen, vor allen Dingen die Chicken Kebab Pizza. Aber Rind, wer Rind mag, sollte auf jeden Fall mal einen Biss in die Rinderpizza riskieren. Hier oben könnt ihr übrigens ein Abo wagen, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss!